Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Showdown Part. In diesem Part werden wir uns dem vierten Arena-Leiter stellen. Wir mussten ja an dem Käfer-Contest teilnehmen, dass wir in diese Arena können. Und in diesem Part werden wir einfach mal die Arena besiegen, okay. Champ, ja, er ist sehr beschäftigt, der hat mir jetzt Platz erreicht, okay. Gut, müssen wahrscheinlich... Das sind Wadribis, oder? Die sehen für mich wie Wadribis aus. Anorit, hier wächst mir Safe Rost, denn die Gesteinsacke könnte Schaden machen. So, Tweeble, da können wir Supernova benutzen. Leute, welche Pokémon könnte der Arenaleiter haben? Er wird auf jeden Fall Käfer-Pokémon haben. Das wissen wir safe. Aber welche Käfer-Pokémon genauer? Er wird sicher kein Bombardame haben, aber ich könnte mir von Ivadribi-Felder vorstellen, dass er vielleicht ein Hohnwessel hat, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Hohnwessel muss aber dann auch weiblich sein. Dann kann ich mir einen Sichlor, Pinsir vorstellen. Einfach die Standardkäfer, Papinella, Pudox. Wo ich denke, diese Pokémon wären vielleicht ein wenig zu schwach für die vierte Arena. Das vielleicht schon. Maskeregen ist auch noch ein Käfer-Pokémon, aber zu schwach für den Arena-Leiter. Sherrock könnte ich mir auch nochmal vorstellen, die Entwicklung von Sichlor wäre auch eine interessante Idee. Vermicula auch. Escavalier ist, ja, das Pokémon auf jeden Fall. Ich denke, er wird auf jeden Fall einen Stahl-Käfer-Pokémon haben. Sherrock, Escavalier oder Vermicula. Essen in drei Pokémon, denke ich, wieder sehr safe haben. Ein Mega-Pokémon, denke ich, wieder auch haben. Welches Mega-Pokémon gäbe es denn? Das Käfer-Pokémon natürlich Mega-Pinsir oder Mega-Bibor. Mega-Bibor könnte ich mir aber besser vorstellen. Und Leute, die Frage gerade, kann dieses Fasselke Finale oder Explosion? Wir wechseln einfach mal in Alpollo. Es hat die Fähigkeit Robustheit. Dieses Deck wurde so bearbeitet, dass es Robustheit die jetzige Fähigkeit hat. Und LUL. Wow. 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 Ich sag nichts dazu. Zum Glück sind wir rausgewechselt. Zum Glück haben wir ein Geist-Pokémon, denn ich denke, sonst hätten wir ein Pokémon verloren. Yanma könnt ihr auch haben. So, oder? Yanmega auch noch. Detect. Okay, ihr krittet ja auch noch. Oh mein Gott. Bitte ein One-Shot. Bitte, 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 bitte. Danke. So. Okay, wir bekommen einen Glurak. Ist vielleicht ein bisschen lame, aber es ist ein geiles Mon. Vielleicht bekommen wir schon nach diesem Training ein schönes Glurak. Wäre interessant, muss ich sagen. Flame Burst. Cut. Okay, und Pinsy. Ich wollte die Attacke nicht einsetzen. Supernova. Weedle Throw. Brick Break Tanks. Bitte keine Crit. Und Fire Fang killt. Und Herzfeuer reicht Level 36. Und bekommen wir jetzt einen. Ja, Glurak. Wir bekommen jetzt einen Glurak. Richtig nice. Was? Herzfeuer entwickelt sich? Komm, Glurak, mein Lieblings-Pokémon, erscheine! Congratulations, dein Herzfeuer entwickelt sich zu Glurak und erlernt natürlich Flügelschlag gegen Shadowclaw. Okay, jetzt können wir uns die Marina-Leiter stellen. So, Super Potion. Haben nochmal die Origins Pokémon Center für die AP von Flame Burst, also von Funkenflug. Mich überrascht es, dass Glutex nicht Flammenwurf verlernt hat, denn in Feuerrot-Blattgrün ist es ja so, dass die Pokémon, also Glutex auf Level 33 oder 34 Flammenwurf verlernt. Leider haben sie es hier geändert, aber nun gut. Es ist ja ein Heck, der auf Feuerrot und Blattgrün bisschen auf die Engine von Feuerrot-Blattgrün. Sieben wir auch im wegen dem Supermarkt oder wegen dem Pokémon-Fans und wir geben jetzt Glurak natürlich den Glurak Nieten Y. So,
Wir könnten auf jeden Fall noch Items für unser... Wisst schon wie... Okay, haben wir irgendwelche TMs für Marakamba? Nein. Und für Alpol? Schade. So, mit welchen Pokémon lieben wir? Ich denke, wir werden mit Flamare lieben. Einfach, da Glurak unser Winkon ist. Warum? Hallo. Sag, du bist der Newcomer, der den dritten Platz im Bar Catching Contest erreicht hat. Es hat Spaß gemacht, gegen dich zu konkurrieren. Du hast Talent. Ich finde, talentierte Pokémon Hunter sind auch großartige Kämpfer. Warum testen wir nicht meine Theorie aus? Shuckle. Okay, ich habe mit sehr vielen Käfer-Pokémon gerechnet, aber nicht, ehrlich gesagt, nicht mit Potrot. Wow, leg dir erst auf die Rocks raus. Wow. Er hat die Rocks rausgelegt. Oh mein Gott. Also wenn Glurak jetzt reinkommt, bekommt er 54% Damage ab. Oh mein Gott. Und Leute, ich muss schnell cutten. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Ja, ich muss sagen, das ist ein großes Problem. Dass die Rocks draußen nicht maskerieren. Er hat erst auf Maskeregen. Okay, vielleicht kann das die Hydro-Pumpe Lotus go. Sehr schön. Super Potion für Flamara. U-Turn. Er hat sogar einen Scissor. Gehen wir gleich in Supernova raus. Und den U-Turn schon wieder. Oh mein Gott. Bunny go. Play rough. Oh, ich muss sagen, wirklich. Oh mein Gott. U-Turn. Die Attacke. Kill uns ja auch noch. So, Play Rough, um das Maskeregen zu killen. Sehr schön. Super Nova reicht Level 32 und Beedrill. Mega Beedrill. Hoffentlich kann Kira eine Attacke davon überleben. Bonglap. Bonglap muss aber auch treffen. Bitte. Bitte. Es ist eine fucking U-Turn. Bitte, Knocke überlebende U-Turn. Jawohl. Aber Sisse kommt rein, das habe ich vergessen. Mach guten Schaden. Sie ist sehr schön angechippt. So, wir Milk Drink. Super Hoop Pipe Potion auch, aber die Mumu Milk wird ein Choice Gaffen Pokémon geben müssen. Wir haben ja auch schon mit diesem Pokémon gerechnet. Slash. Bone Club. So, U-Turn Tanken und Beatrap. Bitte triff mit Bone Club. Perfekt. Sehr schön. Wir hätten vielleicht auch noch mit der Sucker Punch von unserem Alpollo Speedray killen können, aber eine große Bedrohung ist jetzt down. Okay, Scissor kommt rein. Hier können wir jetzt in Supernova gehen, bekommt Damage, aber wir haben eine Kumu-Milch, Slash, macht Schaden, Kumu-Milch. Okay, und Firefang killt das Scissor, wir sind schneller und... Wow. Wow. Das war ein spannender Käferkampf, muss ich sagen. Typ Käfer, nicht der stärkste Typ. Interessanter Kampf, muss ich sagen. Die Kehrtwende hat mich überrascht. Ich habe wirklich nicht an die Kehrtwende gedacht. Das muss ich schon sagen. Und Mega Beedrill, hätte es das Knogge gekillt, hätten wir wahrscheinlich mehr Pokémon verloren. Aber ich freue mich, ehrlich gesagt. Dass er keinen hohen Weißel hatte, war schade, aber nun gut. So, ich habe eine spezielle Überraschung für dich. Bekommen wir die U-Turn, die Kehrtwende? Jawohl, sehr schön. Aber auch noch am Anfang der Shuckle, also Potro Titanschwinde rausgelegt hat. Das war auch ein bisschen schade. Und überraschend war es auf jeden Fall auch. Keine Karten, Kehrtwende. Wow, ich muss sagen wirklich, die Tarnstände haben mich überrascht. Hätte er das Sticky Web auch nochmal mit Potro ausgelegt? Oh mein Gott, ich wüsste nicht, was dann passiert wäre.
Das ist unsere Value. Sieht so aus, als hätte ich dich dieses Mal geschlagen. Ich hab Menos Warden schon halten, bevor die Arena geschlossen hat, um an dem Bug Catching Contest teilzunehmen. Nun gut. Es sieht so aus, also als lassen die keine Leute in Telmerk Swap. Irgendetwas über Gase. Glücklich für dich. Ich war klug, etwas zu kaufen. Ich hatte vorher gesehen, eine Gasmaske. Mit dieser Gasmaske können wir dadurch durchgehen. Es ist eine Weile, seit wir ein letztes Mal den Kampf hatten. Wenn wir im Telmerk City sind, können wir wieder gegeneinander kämpfen. Ich freue mich darauf. Bis später, Drain. So, okay. Dann heilen wir unsere Pokémon und... Ja, ich muss sagen, war ein spannender Arena-Kampf. Und... Jetzt können wir wieder Lotus benutzen. Herzfeuer kommt an die unterste Stelle. Es ist auf Level 36. Wir haben es ja zu Glurak entwickelt, denn vielleicht hätten wir es im Notfall gebraucht. Aber... Anscheinend nicht. Okay, wegen den giftigen Gasen können wir hier nicht entlang. Hast du ein Sengo? Wip. Okay, dann können wir es austauschen gegen ein Spiritomb in Grippock. Interessant. Würde ich auch wahrscheinlich tun. Telmerk Swamp. So, hier können wir auch ein neues Pokémon fangen und welche... okay, wahrscheinlich können wir hier Marekamba nicht verwenden. Ist ein bisschen schade. Arbok. Kira. Ach ja, Arbok will ich auch mal wieder verwenden. So, dann würde ich sagen, fangen wir uns hier ein Pokémon. Und wir erhalten hier... Shelmet. Okay. Okay, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, wenn es sich entwickelt, wird es zu einem Hydrogil. Das ist nice, könnte man sagen. So, Dragon Rage. Ich frage mich gerade, wie es sich mega entwickelt. Okay, Start muss man wahrscheinlich drücken. Okay, würde ich sagen, fangen wir mal dieses Pokémon. Okay, ich kann Mega entwickeln und einen Ball werfen. Interessant. Das ging in normalen Spielen nicht. Cool. Finde ich nice, muss ich sagen. Mir gefällt das Sprite von Mega Glurak Y. So, Shelmet, wir nennen dich... Kopflos? Helmlos. Wir nennen dich Helmlos, denn... Normalerweise ist es so, Shelmet entwickelt sich, wenn man dieses Pokémon mit dem anderen Pokémon tauscht, dann entwickelt sich dieses Pokémon zu Hydrogil und das andere zu Escavalier, aber ich weiß es nicht, wie die im Deutschen heißen, aber nun gut, es ist ein okayes Pokémon, würde ich schon sagen, man kann zufrieden sein. So, Supernova kommt nach vorne, anscheinend setzen die Trainer hier meistens nur Pflanzen- und Käfer-Pokémon ein. Und... Wow, Finino gäbe es hier. Okay, aber wir haben, wie gesagt, ein schönes Pokémon. Ich bin froh. Lucky Egg. Haben wir ein Glücksei bekommen? Oder ist es das Special Item von... Jawohl. Dann geben wir es gleich unserem Marekamba. Zum Glück ist es nicht das Special Item von... Wie heißt dieses Mon... Chansey, Chanera und Donphan. Okay, dafür haben wir unser schönes Marekamba Gigasauga. Und ich muss nerven, dass es hier in diesem Spiel schon die OP-Fähigkeit Robusta Swallow ist. Natürlich das Pokémon Wing Attacks, sehr schön.
Swamp ist der Sumpf, glaube ich. Hm. Sicher ein verstecktes Item. Red Shard. Okay. Wooper. Okay. Was? Pilzesamen ist meine Lieblings. Fretzer, Paste. Ultrigaria. Knofenser. Oddish. Wir haben nur in Käfer-Pokémon-Kampf gekommen. Was haben wir gerade erhalten? Broken Tool. Ach, das müssen wir ja einen Professor bringen. Und wir müssen den Schutz wieder anwerfen. Wohl, wir bringen, glaube ich, dem Forscher jetzt schon das Item, das sonst vergessen wir schon, sicher. Und Super Repel können wir eigentlich uns auch besorgen. Ja, dann werden wir gleich dem Forscher das Item geben. Und kaufen ein paar Super Repel, die werden wir auf jeden Fall gebrauchen können. Was bekommen wir vom Forscher? Das ist die Frage. Ein Sengo vielleicht, dass wir es gegen Grippuck tauschen können. Ich will auf jeden Fall einen Grippuck ausprobieren. Ich bin kein großer Sengo-Fan von Sonne Fipitisen. So, du hast es gefunden. Das ist nicht Melzun. That's a VS-Sieger. Er scheint gebrochen zu sein. Ich schätze, Samon. Ich schätze, jemand wie du würde nicht den Unterschied wissen. Ich habe keinen Nutz für dies. Ich werde es reparieren und ich gebe es dir dafür. Und was bekommen wir dafür? Was zu was wird es? Und was macht der VS-Seeker? Okay, es ist zu einem Kampfwander geworden. Gut, können wir besser trainieren, ist mir auch recht. Müssen wir nicht mehr gegen wilde Pokémon kämpfen. So, Ultrabälle, kaufen wir noch 7, dass wir 10 Ultrabälle haben. So, Hyper Potion haben wir noch genug, aber das Wichtigste, Max Repel kaufen wir mal 11, denke ich. Die werden schon ausreichen. So, aber Leute, auf jeden Fall werden wir den Sumpf im nächsten Part erkunden, wenn es wieder ist. Pokémon Gaia Nuzlocke. Bis dann, ciao.